Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner Bücherwoche. Die erste Aprilwoche ist um, der Frühling ist da und heute kommen meine Sommerreifen drauf. Ja, so ist es. Buchtechnisch, war meine grüne Woche irgendwie. Es sind, ich sag mal, ein Drittel Bücher geworden. Also ein Buch komplett gelesen und bei dem anderen, ja, habe ich so, ich würde wirklich sagen, so ein Drittel vielleicht oder so. Ja, ein bisschen weniger als ein Drittel wahrscheinlich, ja, aber zumindest angefangen. Aber wir starten mit dem Auftakt der Seelenlos-Trilogie von Juliane Maybach, Splitterglanz. Da findet ihr natürlich in der Infobox, wann die Rezension beginnt. Und als nächstes habe ich dann gelesen, ja, A Storm of Swords. Richtig, ne? Von George R. R. Martin, der dritte Teil, das Lied von Ice and Fire, Song from Ice and Fire Saga. Und wie gesagt, ich bin jetzt so bei 330 von, ich glaube, 1128 Seiten. Und dazu auf jeden Fall ein bisschen mehr, auch wenn ich natürlich nicht detailliert auf die Sendung so, auf das Buch so eingehen kann, weil es natürlich eine. Dritter Teil ist aktuell der mittigste Teil. Ich glaube auch der dickste von allen fünf. Aber gut, ja. Wann beide Berichte beginnen, seht ihr in der Infobox. Dann habe ich ein bisschen Serie geguckt und ein bisschen Blabla. Das machen wir dann einfach so im Anschluss. Wie gesagt, alles in der Infobox. Nun soll es aber losgehen mit Seelenlos Splitterglanz von Juliane Maybach. Das Buch wurde mir auch von der lieben Juliane zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe von Juliane ja bereits die zwei vorangegangenen Reihen gelesen. Nekare bestand aus 5 Teilen und Midnight Eyes aus 3 Teilen. Und auch hier hat sie es wieder geschafft, ein wunderschönes Cover zu schaffen. Und es ist grün. Ich finde das unglaublich schön. Ich bin total gespannt, in welchen Farben sich die anderen Teile wiederfinden. Ob man vielleicht mal wieder ein Lila sieht oder so ein Magenta, wie es zum Beispiel ja bei Nekare dann auch der Fall war, fände ich sehr, sehr schön. Aber das macht sie wirklich immer toll. Ja, erschienen ist es am 28. Februar, hat 316 Seiten, kostet in dieser Taschenbuchform 9,90 Euro. Und als E-Book 3,49 Euro. Und die Geschichte, das Buch wird mit einer Legende begonnen und die möchte ich euch vorlesen. Einer Legende nach streifen die Anmagras der toten Nephilim durch die Welt, immer auf der Suche nach einer schwangeren Frau. Sie dringen in die Körper der Ungeborenen ein, töten sie und übernehmen ihr Leib. Wie ein Parasit wachsen sie dann in der Frau heran, die nichts davon ahnt, dass ihr eigenes Kind längst nicht mehr am Leben ist, sondern von diesem grausamen Geschöpf umgebracht wurde. In diesen Kindern ist von Geburt an nichts Gutes zu finden. Klingt doch auf jeden Fall spannend und man möchte unbedingt wissen, was diese Nephilim sozusagen sind. Ja, wie ist die Geschichte? Unsere Protagonistin ist Gwen. Sie ist 21 Jahre jung und lebt schon immer relativ allein auf sich, mehr oder weniger gestellt. Die Eltern sind beruflich immer sehr viel unterwegs und sie wächst im Grunde mit Kindermädchen auf und ist recht früh selbstständig geworden. Neben ihrem Studium, glaube ich, macht sie eben auch ein bisschen was an Entwicklung in der IT. Sie ist da irgendwie ganz tief dabei und entwickelt auch Apps und schreibt Programme und ist also ein intelligentes Mädchen, eine intelligente junge Frau. Und das ist schon der erste Punkt, den ich sehr toll finde, dass wir hier keine Jugendliche haben, sondern wirklich eine junge Erwachsene, sodass die ganze Geschichte natürlich auch ein bisschen erwachsener ist. Ja, ihr Großvater stirbt. Sie hatte keinen so guten Bezug zu ihm, weil auch ihr Vater irgendwie nicht so begeistert von ihm war und dementsprechend die Familie so ein bisschen zerrüttet war sozusagen, also sie sich nicht so viel gesehen haben. Doch ihr Großvater hinterlässt ihr einen Taschenspiegel, von dem sie sehr angetan ist. Und eines Tages entdeckt sie das Geheimnis des Taschenspiegels, denn es ist ein Portal in eine andere Welt. Und sie kann damit eben das Tor öffnen und landet dann auch noch in dieser anderen Welt und trifft dort auf Taris, einen jungen, mysteriösen Mann, der spürt, dass in ihr sehr viel Besonderlichkeit herrscht, dass sie gewisse Fähigkeiten hat und wie sie die eben einsetzen muss, um aus dieser Welt wieder zu verschwinden. Und Taris ist auf der Suche nach dem Glut-Amulett, nach den Einzelteilen und Gwen kann ihnen hierbei helfen, denn sie
spürt die Teile des Amuletts. Und das Amulett hat dann wiederum der Legende nach eben die Kraft, einen Wunsch zu erfüllen, einen ganz besonderen Wunsch. Der Weg in dieser anderen Welt ist natürlich nicht einfach und wir laufen hier mal durch Disneyland. Nein, es gibt natürlich das Handy. Es gibt ja ganz böse Geschöpfe, die ihnen nach dem Leben trachten. Unter anderem die Ashays, die sie immer wieder treffen und die wirklich einen sehr gruseligen Moment für sich haben. Und natürlich dann auch die Nephim, von denen wir ja schon zu Beginn der Saga, von der Legende sozusagen, gehört haben. So viel zur Handlung in einer unglaublich tollen neuen Welt von Juliane Maybach. Ich muss wirklich sagen, ich war von der ersten Seite an begeistert und fasziniert. Man ist direkt drin, nach 10 Seiten hat man Gwen ins Herz geschlossen und spürt, dass das wieder eine Geschichte wird, mit der man auf Reisen geht. Der Einstieg super schnell, man war bildhaft dabei. Ich mag den Schreibstil von Juliane unglaublich gerne und die Seiten verflogen wirklich wie im Flug. Also es war unglaublich, wie man in diese Welt eingefesselt wurde und mitgefiebert hat und auch wirklich durch diese anderen Welt und durch die verschiedenen Sprünge eben zur echten Welt und zu dieser besonderen, neuartigen Welt, dass man da wirklich einfach so wie live dabei war. Das hat sie unglaublich toll gemacht. Das ist sehr bildgewaltig, es ist lebendig. Und man spürt eben auch durch den etwas erwachseneren Protagonistin, also Gwen 21, dass es eben auch nicht ganz jugendlich ist, sondern eben wirklich auch sie selbst einen erwachseneren Schreibstil hat. Also ich finde es sehr wortgewandt, auch die Dialoge sehr toll. Ich mag diesen sehr schroffen Humor, den beide in ihren Dialogen haben. Gerade Taris ist ja eher ein Charakter, der sehr mysteriös wirkt, sehr hart wirkt, sehr verwegen wirkt, wo man direkt merkt, oh, er ist immer genervt und so humorlos und irgendwie stur. Und man spürt eben auch, ja, mit dieser Gwen, die da aus dieser Welt kommt, da kann er irgendwie nicht viel anfangen. Doch man merkt in der Gegenwart von Gwen, dass er doch irgendwie einen weichen Kern hat und ich mag wirklich seinen trockenen Humor. Es waren ganz, ganz tolle, humorvolle Passagen dabei, also jetzt nicht, wo man im schallenden Gelächter austrifft, aber eben so Spitzen, die sich beide gegenseitig hin und her gelenkt haben und das fand ich unglaublich gut gemacht und hat mir echt Spaß gemacht. Ja, zur Protagonistin unserer lieben Gwen. Ich finde es wirklich toll, dass sie ein bisschen älter ist, dass sie auch so handelt wie eine junge Frau, also dass sie eben schon Erfahrung im Leben hat, reifer ist, was dann eben auch manche ihre Handlungen einfach viel klarer macht und viel nachvollziehbarer und man sich selbst, wenn man eben auch ein bisschen älter ist, darin viel, viel besser wiederfindet, als wenn es eben eine 13-, 14-jährige Jugendliche wäre. Man merkt einfach, dass sie eine Mutige ist, dass sie eine ist, die irgendwie auch lebenslustig ist und sie ist eben auch ein Charakter, der wirklich klar ist, der strukturiert ist, der verständlich für den Leser vorgeht und ja, und ihre beste Freundin Fee ist sowieso unglaublich toll und hat es mir auch direkt angetan. Also wir haben hier zwei Protagonisten, die wirklich Spaß machen, auch in Verbindung miteinander und mit denen man unglaublich gerne auf diese Reise geht, mit denen man mitfiebert, mit denen man mitgeht. Und ich mochte wieder die Welt und die, ja, Unwesen sozusagen, die Juliane Maybach erschaffen hat. Das fand ich in Ikaris schon toll, im Midnight Eyes fand ich es super. Und hier ist wirklich eine Steigerung drin und man merkt wirklich, dass sie da eine Fantasie hat und die auch ausdrücken kann und die rüberbringt und die mich wirklich vollkommens begeistert hat. Ein ganz, ganz, ganz tolles Buch, ein toller Auftakt, der zu keiner Minute langweilig war und man ist da wirklich in 4 Abenden irgendwie durchgeflogen und wollte immer wissen, wie es weitergeht und war, also es gab keinen Moment der Langeweile oder dass man sagt, das hätte sie kürzer oder sonst was fassen können. Sie hat eine tolle Mischung zwischen detailreich und bildgewaltig und eben auch auf den Kern kommend und das finde ich wirklich mega, mega gelungen und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ein toller, toller Auftakt und jemand, der noch nichts von Juliane Maybach gelesen hat, sollte jetzt unbedingt damit anfangen, weil ich glaube, das ist eine Autorin, von der wir wirklich noch ganz, ganz viel hören und auch auf diesem Wege ganz lieben Gruß von mir und ich danke für das tolle Exemplar, das sich wirklich auch ganz, ganz toll hat lesen lassen und natürlich auch für die tolle Widmung. Und ja, ich habe mich echt gefreut, es zu lesen. Und ich glaube, der zweite Teil steht hier schon drin, dass der jetzt im Sommer erscheinen soll. Also vielleicht ist es dann wie beim Midnight Eyes, dass die Reihe komplett sozusagen vielleicht in diesem Jahr erscheint oder dann vielleicht der dritte Anfang nächsten Jahres. Auf jeden Fall muss man nicht lange warten. Und ja, ganz tolles Buch und wirklich absolute Leseempfehlung von mir. Ja, dann
Da muss ich gestehen, wollte ich eigentlich ein anderes Buch lesen. Also nein, ich dachte eigentlich, ich würde ein anderes Buch lesen wollen. Allerdings lächelt mich schon mindestens 2 Wochen lang mein schöner Schuber von A Song of Ice and Fire an. Und er lächelt mich an und er lächelt noch mehr und er schreit förmlich, Steffi, lies weiter. Und ich konnte nicht anders, als jetzt das zu lesen. Und manche werden jetzt sagen, ach Mensch, schon wieder Game of Thrones. Ja, es tut mir auch echt leid für alle, die das nicht so begeistert und fesselt wie mich. Aber ich merke einfach, ich hätte zu keinem anderen Buch greifen können, weil mich jedes Buch irgendwie vielleicht genervt hätte. Ich hatte tatsächlich irgendwie keinen Drang, ein anderes Buch zu lesen. Mich hat es wirklich dahin gezogen. Und ich kann dann auch nicht anders. Es wäre ja auch unfair, jedem anderen Buch gegenüber mit irgendwie einer kleinen Unlust daran zu gehen. Und man will ja jedem Buch auf die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient. Und ich habe da schon nach seelenlos gemerkt, dass ich so einen Tag rumlief und dachte, ach, was liest du jetzt und was sollte es sein und wonach ist dir und eher das oder das. Und dann wanderte mein Blick immer zu meinem 5er-Schuber und es ist jetzt tatsächlich A Storm of Swords geworden. Es ist der 3. Band, im Deutschen ja sozusagen Band 5 und 6, ja, richtig. Und ich habe jetzt wirklich so knapp ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen weniger wahrscheinlich wie ein Drittel. Und ja, ich bin sofort drin gewesen. Also es ist ja jetzt Ende Februar gewesen, wo ich den 2. Band gelesen habe. Mittlerweile habe ich auch nochmal die Serie mehr oder weniger geguckt dabei. Man merkt hier, dass es unglaublich ineinander spielt. Jeder Erzählstrang führt irgendwo hin. Und man spürt langsam, dass es zu etwas hingeht. Ich muss sagen, es war unglaublich bildgewaltig. Ich liebe die Sprache von George R. R. Martin. Ich bin da wirklich immer hin und weg. Ich mag dieses Amerikanische und ich mag es, wie er das ausführt und wie er einen mitnimmt und wie er einen ja, auf Reise mitnimmt. Das ist wirklich so. Und wir haben 2 neue Charaktere in der Geschichte. Wir haben einmal Jaime Lannister, der ein neuer Erzählstrang ist. Und jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wer der 2. zusätzliche war. Ja, wahrscheinlich steht jetzt hier wirklich nirgendwo eine Anleitung. Jaime Lannister ist ein neuer Geschichtenerzähler. Und wer war der andere? Sansa hatten wir, Tyrion, Arya kannten wir schon. Also es sind ja einige. Sam Vertali. Ja, der gute alte Sam sozusagen, um auf Herr der Ringe anzuspielen. Das ist ja Samwise. Ja, wir haben 2 neue Erzählstränge, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob einer weggefallen ist. Ja, mir ist es aufgefallen. Auf jeden Fall lernen wir im Grunde Jaime mal aus seiner Sicht kennen und da auf jeden Fall ein bisschen besser kennen. Und auch Samwell, der im Grunde ja auch zur Nachtwache gehört und der uns eben den Erzählstrang jetzt der Nachtwache erzählt, weil ja Jon sich ein bisschen abseits der Nachtwache verhält. Ich will ja niemanden spoilern. Und das fand ich toll. Also ich habe mich echt gefreut über die 2 neuen Perspektiven und es hat einfach Spaß gemacht. Ich kann es nicht anders sagen, man fängt damit an. Und man liest das und auch wenn es Englisch ist, was natürlich, ich sage jetzt mal, die ersten 5 Seiten wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, das ist gar keine Frage, aber man ist da drin und man fühlt sich so angekommen und verstanden und jetzt geht natürlich so ein bisschen das Rätselraten los. Man sucht ja nach Hinweisen in diesem Buch. Ich frage mich, ob George R. R. Martin wirklich wollte, dass man so auf Hinweissuche geht, aber ja, man macht es definitiv und überlegt bei jedem Wort oder bei Charakteren, die erzählt werden, was könnten die mal noch für eine Geschichte haben, weil man ja weiß, wie es mehr oder weniger bis zum Ende des Buch 5 ausgeht, dadurch, dass ich ja die Serie kenne. Und man sucht nach Hinweisen, nach Tipps und irgendwie, was könnte im Geheimen Verborgenen liegen. Es gibt hier bereits doch sehr auffallende Unterschiede, wo ich überlege, mal gucken, wo die hinführen. Das finde ich definitiv. Wie wird das dann am Ende umgestaltet sein? Was wird da dann die Unterschiede ausmachen? Und dann sich natürlich auch überlegt, warum hat man das vielleicht gemacht? Es gibt ja auch Unterschiede im ersten Teil, die, wenn man die Serie dann kannte, schon irgendwie Sinn machen, dass das die Produzenten umgedreht haben, die Drehbuchautoren. Aber ja, wir gucken einfach mal. Also ich bin schwer dabei, ich bin total begeistert, ich bin wieder hin und weg von der Geschichte. Und es passiert ja, und das weiß ich ja schon, die Serie kenne natürlich einiges in Band 3. Und ich bin sehr gespannt, wie das diesmal in Worten sein wird, eben es zu lesen und nicht zu sehen. Was mir hier drin
stark auffällt, ist, was George R. Martin unglaublich gut kann, ist dieses Show, Don't Tell, also zeige und sag es nicht. Das macht er wirklich toll. Also er führt uns da wirklich durch die Gefühlslagen der Charaktere und sonstigen, ohne es zu plakativ und so direkt zu machen. Also da heißt er nicht, sie ist traurig, sondern es wird eben vermittelt, wie sich das äußert. Und das Film mag ich unglaublich gerne. Und das schafft George R. Martin ganz oft, dass ich wirklich über so einen Satz sitze und denke, oh, geil. Also das ist wirklich so ein Buch, das mich im Herzen anspricht und natürlich auch die Serie, die mich gepackt hat. Und freuen wir uns in zwei Wochen, ist es soweit. Da können wir endlich die 6. Staffel anschauen und alles auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass ganz viele Fragen beantwortet werden. Ja, A Storm of Swords, natürlich mehr in der nächsten Woche, weil bis dahin werde ich es dann natürlich auch durchgelesen haben. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das war es im Großen schon mit den Büchern. Ja, letzte Woche waren es, glaube ich, 3 oder 4 Bücher, die ich gezeigt habe. Diesmal so ein Drittel, wenn man so möchte. Aber ja, das ist so ein Schinken mit 1100 Seiten. Ist natürlich nicht in der Woche wirklich so durchgelesen. Also wenn man mal vom Durchschnitt, sag ich mal, von 100, 110 Seiten rechnet, dann braucht man natürlich ein paar Tage für dieses Büchlein. Aber es ist wunderbare Lesezeit und ich habe einfach gemerkt, ich habe das gebraucht und danach kann es dann auch wieder mal mit was anderem weitergehen und ja. Ja, ich bin auch weiter fleißig am Serien schauen. Nach wie vor die Tudors, jetzt schon bei der 3. Staffel, ich glaube bei der 2. CD, richtig? Ja, ich muss sagen, es wird ein bisschen langweilig. Also ich fühle mich gerade ein bisschen gelangweilt, weil sehr viel an, weil sich sehr viel in Henry oder Heinrich des Achten in seinem Leben irgendwie scheinbar wiederholt. Also wir wissen ja alle, dass er 6 Frauen hatte und ja, mir ist es definitiv zu viel Sex, also ohne prüde zu wirken oder sonst was, aber der hat schon ein echtes Bedürfnis gehabt und das ist was mich so ein bisschen stört, dass man ihn gar so sexsüchtig hingestellt hat. Ich meine, es ist schön, Jonathan Rhys Meyers immer mal so in Position zu sehen, ein hübsches Kerlchen, aber ich weiß nicht, ob das all seine Taten, die er getan hat, wirklich rechtfertigt, dass er einfach nur geil war. Also ich weiß nicht, das ist so, wo ich mir irgendwie beim echten Heinrich halt nicht so vorstellen kann. Aber das ist nur meine Meinung. Also ja, an sich kommen hier auch jetzt sehr viele Geschichtsstränge wieder zusammen, sodass man davon auch jetzt ausgehen kann, Staffel 4 ist ja dann das Ende, wo alles so ein bisschen hinführen wird. Und wer weiß, wer dann im Grunde jetzt die Töchter von Heinrich sind und was die da mal noch für eine Rolle in England haben, dann weiß man in etwa vielleicht, wo man sich dann irgendwo hinfindet und was da noch passieren könnte. Also ich kenne ja die Geschichte von Heinrich dem VIII. Und dann von seinen Töchtern und mich würde da jetzt nichts überraschen, aber es ist schon durch die Kostüme und durch die Landschaften sehr spektakulär gemacht. Also das ist wirklich was viel Spaß macht, dass man einfach sich wirklich fühlt, als wäre man am Hof dieser Zeit, in welchem Jahrhundert leben wir? 17, 1500 irgendwas? Glaube ich, ne? Im 16. Jahrhundert müssten wir irgendwie sein. Ja, ich glaube es zumindest. Und ja, macht mir Spaß. Allerdings wirklich im Vergleich zu Game of Thrones ist es nicht ganz so toll. Also es wird jetzt keine Serie wahrscheinlich mehr an Game of Thrones ranragen, weil da ist natürlich alles an Intrige und Eifersucht und Leidenschaft und alles, was es an Gefühlen gibt, ist da natürlich wirklich dabei und alles groß und bombastisch. Und durch die verschiedenen Charaktere, die man in Game of Thrones hat, verblasst halt irgendwie so eine Serie, die nur noch einen oder zwei oder im Höchstfall mal 3 Charaktere zeigt. Und die ringen auch irgendwie mit sich, aber ich weiß nicht. Es ist, also vielleicht ist das auch echt ein gemeiner Vergleich, weil die Serie ist gut, sonst würde ich ja nicht Staffel 3 gucken. Und ich mag die Geschichte der Tudors und ich mag die Geschichte, wie es rübergebracht wird. Also das finde ich schon toll. Und da kam ja dann auch so die Spaltung zum Papst und die Glauben. Und das hat ja Heinrich wirklich für mich sehr interessant gemacht. Das war ja, wo ich total faszinierend fand, wie man einfach mal so die Religion und so einen Papst einfach mal so ignoriert und das macht ja auch heute irgendwie kein Mensch. Und damals war es ja noch schlimmer. Aber es ist eine coole Serie, die Spaß macht, mich aber nicht ganz so packt und fesselt, wie es eben Game of Thrones hat. Aber es ist wahrscheinlich echt ein böser Vergleich. Aber ich gucke auf jeden Fall weiter, freue mich auf Staffel 4 und ich glaube, es ist noch die eine Folge auf der 3. DVD und dann eben dann noch, ich glaube, es sind immer 10 Folgen oder wie das ist. Und ja, also,
auf jeden Fall auch weiterhin im Serienfieber. Ansonsten gab es die Woche nichts groß Spektakuläres. Ich war ein bisschen unterwegs abends, habe dann dooferweise am Dienstag gleich zwei Videos gleichzeitig hochgeladen. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Eigentlich sollte eins der beiden Videos erst am Donnerstag kommen. Aus irgendeinem Grund habe ich beide Videos auf Dienstag eingestellt. Ja, es waren Neuzugänge, Rebuy und der Büchermonat. Ja, habe ich mich echt dann geärgert, weil ich dachte, das ist ja blöd. Ich habe dann für Donnerstag kein Video mehr drehen können, weil ich es zeitlich einfach gar nicht geschafft hatte. Und ja, so ist es halt bei einem Upload-Tag die Woche geblieben. Aber gut. ja, aber vielleicht habt ihr die Videos gesehen. Ansonsten guckt mal in die Infobox oder einfach auf dem Kanal. Da findet ihr sie auf jeden Fall. Ja, der Büchermonat hat tatsächlich über eine Stunde gedauert. Es hat mich beim Schneiden dann total erschrocken. Es waren ja aber auch tatsächlich 12 Bücher. Und wenn man da mal sagt, man redet irgendwie, ich sag mal, grob 5 Minuten über ein Buch in den Videoclips, ratzfatz war da wirklich die Stunde rum. Also ich war dann beim Schneiden so, oh Gott, müsste ich das in zwei Teile teilen? Dachte aber, nein, dann können die Leute das ja einfach selbst für sich vielleicht auch einfach aufteilen, weil das mache ich auch, wenn mein Stundenvideo da ist und ich habe nur eine halbe, dann gucke ich die nächste halbe einfach weiter und ja. Ansonsten gibt es samstags, also heute, für mich ist ja heute erst Freitag, für euch ist schon Samstag, gibt es heute endlich Sommerreifen, Auto wird geputzt, ausgesaugt, freue ich mich sehr drauf, dass wieder alles glänzt und ach, ich freue mich immer, wenn das Auto sauber ist, das ist dann erstmal so das erste Ding, was frühjahrs geputzt ist. Und ansonsten gucken wir einfach mal, wie das Wetter jetzt am Wochenende wird. Der Frühling ist, denke ich, definitiv da. Alles fängt schon an zu blühen und es sprießt überall grün und bunt. Und das ist natürlich schon ja, sehr, sehr schön und macht auch Spaß. So, ich glaube aber tatsächlich, in der Woche gibt es gar nichts groß, was ich euch sonst noch so ein bisschen erzählen könnte. War ja auch eigentlich schon eine ganze Menge. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht gerade gelesen habt oder gerade am Lesen seid. Und vielleicht auch einfach mal schreiben, wie ihr das gerade so findet. Und wäre ich sehr interessiert daran, was die andere Seite sozusagen liest. Ihr hört ja von mir, was ich lese. Wer würde mich mal interessieren, was ihr gerade so lest oder gerade beendet habt und was ihr dazu sagt? Immer gerne in die Kommentare. Und wer vielleicht Game of Thrones auch schon gelesen hat, kann mir dazu natürlich auch gerne ein bisschen was schreiben. Aber bitte darauf achten, nicht zu spoilern. Und ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Was erwartet euch in der nächsten Woche? Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch gar nicht so viel Plan. Ich habe irgendwie so zwei Tags in Überlegung, also die mitzumachen. Es gab ein tolles Video von Tasmetu über Bücher, die das Leben verändert haben. Ich glaube, so irgendwie ein bisschen wird das was, aber ich habe tatsächlich noch nichts vorbereitet. Das werde ich jetzt am Wochenende machen. Da ich jetzt aber einfach die nächsten Tage immer vormittags so ein bisschen verplant bin, habe ich das Video jetzt halt Freitagabend gedreht, damit ihr Samstag schon was zum Gucken habt, vielleicht beim Frühstück. Und der Rest kommt auf jeden Fall. Und am Montag gibt es ja, als auch immer auf meinem anderen Kanal, einen Game of Thrones Talk. Da habe ich in der letzten Woche ja drüber gesprochen, welche Toten tatsächlich tot sind oder wer wiederkommen könnte. Und da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ich verlinke am besten alles mal unten. Wenn ihr wollt, schaut ihr einfach mal vorbei. Und ich denke, das war es jetzt auch, genug geplaudert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Ich auf jeden Fall mit meinen Büchern. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.